Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Wir spielen die Pre-Story zu World of Warcraft Legion. Wir haben bereits die Pre-Quest angenommen. Das passiert automatisch beim Einloggen. Die Rückkehr der Legion. Und wir haben direkt den Befehl von König Varian, dass wir uns im Hafen beim Offizier melden sollen. Und das machen wir jetzt mal, oder? Ja, denke ich mal. So. Und wir sind schon im Hafenbereich. Es ist instanziert und das Wetter ist ganz schön umgeschlagen und wir merken schon, hier fliegt einiges rum und wir gucken uns das einfach mal an. Der Hafen ist voll mit Schiffen. Hier. Ich habe die Pre-Quest ja leider schon gespielt mit meinem Druiden. Das wäre, du willst nichts spoilern. Nein, werde ich auch nicht. Genau. Aber ja. Fliegen wir jetzt mal runter zum. Ich dachte, wir gehen zu Fuß. Ich habe den Weg nicht gefunden. Ja gut, wir gehen zu Fuß weiter. Jahrelang WoW gespielt und kennt sich immer noch nicht in Sturmwind aus. Das haben sie irgendwann nach meiner Zeit eingeführt. Den Hafen in dieser Form. Und man merkt die Musik, das könnte was werden. Boah, wie viel Greifen und Gyrokopter hier rumfliegen, es ist unglaublich. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch die Seite Vanion oder Venion, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, verfolgen. Aber dort wurde schon gestern angekündigt, dass nächste Woche Teil 2 der Prequest kommt. Diese wird in Karazhan stattfinden. Die Reihenfolge, für den Fall, dass jemand die Beta oder die Alpha gespielt hat, wurde von Blizzard ein bisschen über den Haufen geworfen. Die war nämlich eigentlich anders. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel spoilern, obwohl wer den Venion-Post gelesen hat, der weiß das jetzt auch. Wurde da leider auch gespoilert. Ja. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir müssen. Fast mit großer Rüstungspolitur. Jupp, haben wir. Warum läuft er schneller als ich? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aspekt des Geparden existiert nicht mehr. Zumindest nicht in der Form, wie es vorher war. Was ich sehr traurig finde. Ich würde mich übrigens gerne mal damit auseinandersetzen, wie jetzt eigentlich das mit den Glyphen läuft. Geht noch nicht, weil die neuen Berufsstufen noch nicht da sind. So. Weil ich hab gestern bei der Invasion einen Shadow Priest gesehen, dessen Mount auch von dem Effekt betroffen war. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Nee, warte mal, ich quatsch mal einfach irgendwie an. Du da. Ihr geht mir auf die Nerven. Hören darauf. So. Das war. Auch noch was. Oh, schön. Okay. Da lang. Und jetzt müssen wir jetzt zum Schiff, oder was? Ja, jetzt müssen wir zum Schiffchen. Okay. Jetzt fahren wir nämlich gleich auf die verheerten Inseln. Was ja irgendwie klar war. Warum sind wir sonst im Hafen? Heißt ja, oh, Nudelwagen. Ja, wer es noch kennt. Oh, ich will Nudeln. Ey, du. Hast du Nudeln? Hm. Nee. Nö. Genug davon. Aber gut, wir haben uns vorbereitet, also schließen wir uns jetzt dem Angriff auf die Inseln an. Braucht ihr etwas? Dirk, Hase, komm mal her. Der verkauft Glücksbringer. Du brauchst doch noch ein Hemd, oder? Oh ja, stimmt. Ey, 80 Gold, ist der irre? Na gut, was soll's. Man sieht sich. Wofür braucht man Glücksbringer? Ich meine, gut, das Hemd habe ich jetzt gekauft, weil mir die Vorlage noch fehlt. Einfach nur so. Die bereiten sich aber echt auf was ganz Schlimmes vor, glaube ich. Und wenn man sich den Hafen anguckt, die sind ganz schön viele Schlachtschiffe vor Anker. Ey! Das war Aspekt des Gebaren. Ja, dann. Was kann ich für euch tun? Lohnt sich der Ring überhaupt für mich? Das Schwert lohnt sich auch nicht für mich. Ich habe einen Stab. Ist ja keine Beweglichkeit drauf. Was soll ich denn damit? Auf dann. Ja, dann gehen wir mal an Bord. Juhu. Geh mit deinem Arschgeier weg. Ehre den König. Okay, dann sind wir bereit.
vorsichtig. Okay. Ich muss das gerade zweimal anklicken. Und da geht's los. Auf in den Krieg! Entschuldigung. So lustig ist das wirklich eigentlich gar nicht. Nee, absolut nicht. Ich mache mich nur darüber lustig, weil ich weiß, was passiert und ich versuche es irgendwie zu schönen. Aber es wird nicht besser dadurch. Nee. Das kann ich versprechen. Es wird absolut nicht besser. Also nehmen wir es einfach so, wie es kommt, ne? Nehmen wir es ernst. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. Allianzschiffe direkt voraus! Schnell zum Strand! Bleibt tapfer, Leute. Da müssen wir jetzt durch. Oh Mann. Oh, ich soll vielleicht Knurren ausmachen. Obwohl, vielleicht auch besser nicht. Momentan, bei den ersten Kämpfen wäre es hilfreich, wenn ich es anlasse. Beim Licht. Ach nein, was Quatsch, ist das? Ich mach das aus. Es scheint eine riesige Quelle an Teufelsenergie zu sein. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich sehe es auch nicht, weil Segel und so. Ich sehe es auch nicht. Okay. Sieht aus wie ein zweites Karasan. Ja, definitiv. Das dachte ich mir schon beim ersten Mal. Boah, sieht aus wie Karasan 2.0. Aber diese Quelle meint sehr gut. Ist ja von seiner Mutter gebaut worden. Es gibt hier nur einen Ausweg, Soldaten. Seiner ist Medivh und seine Mutter war... Kanonen, gebt uns Deckungsfeuer. Alle anderen, jetzt brauche ich Hilfe. Angriff! Sie dürfen die diese Pfeiler nicht schaffen. Diese Bauwerke in unserer Dimension zu verankern. Schaltet sie aus. Und ich wette, das ganze Bauwerk bricht zusammen. Hoffen wir, dass ihr recht behalten. Jetzt kommt wieder das, was ich am Montag hasse. Das Target wechseln. Oh, der nicht. Ach, geh doch weg. Okay. Ist hier eigentlich auch Müller anwesend? Ah ja, scheint so. Es hat geklappt. Eins, zwei, jetzt. Vielleicht siehst du ja zwischendurch das neue Borgenmodell. Ich hab's schon gesehen, das von Glenn. Gen, oder? Gen Graumähne. Er ist so. Alter, der sieht so toll aus. Man sieht auch später noch Gesichtsanimationen. Ich hab so. Ich könnte weinen. Mein Bock sieht immer noch so toll aus. Ich merke gerade, ich habe keine Addons an. Ja, habe ich allgemein nicht. Warum? Was ist denn ein Pfeiler? Warum habe ich keine Addons an? Haben wir auch. Sehr schön. Jetzt geht's da lang. Jetzt den dicken. Wie ihr wünscht. Der Meister wird mich für eure Seelen belohnen. Wo ist er? Fliegt. Endlich. Genug mit euren Gequatschen. Ich muss ihm zustimmen. Konzentriert euch auf ihren Kommandanten. Eure Seelen werden die Seelenschmiede heißen. Die Seelenschmiede? Okay. Ach doch, das schaffen wir schon. Wie jedes Mal. Los, Aundo, beiß ihn kaputt. Oh, Jaina ist hier, okay. Ja, die war auch eben mit auf dem Schiff, hast du das nicht mitbekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Oh. Okay, jetzt müssen wir hinterher. Geht es allen gut? Angesenkt, doch am Leben. Wir haben viele gute heißt, Leute jetzt heißt verloren. Es aufsitzen und da langreiten. Wir werden später jo. Um sie trauern. Jetzt müssen wir fort, bevor noch mehr Dämonen eintreffen. Einverstanden.
Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir die Pre-Reihe wird echt noch besser. Sehr, sehr gut. Noch besser? Es wird noch viel, viel besser. Die hat fast so die Qualitäten wie damals die Vor-Event-Reihe. Wir können eigentlich hier stehen bleiben, weil, soweit ich weiß, kommt jetzt gleich eine Videosequenz. Hoffen wir, dass sie mehr Glück hatten. Hier irgendwo. Ich habe die Dämonen sich noch nie so schnell ausbreiten sehen. Ich auch nicht. Das ist das Schiff der Horde. Ja, ich weiß, es liegt da so zerbrochen. Die wir zuvor bekämpft haben. Da hinten liegt, glaube ich, ein Stück von unserem. Ja, ich da. Wo? Da. Oh ja. Ich weiß nicht, bist du dann schon daran vorbeigeritten? Nein, bist du noch nicht. Bin ich noch nicht. Dann kannst du gleich mal an der Klippe runtergucken. Ah, da steht unser König. Oh ja, da liegt unseres. Da kommt die Sequenz. Wie kam das letzte Mal, als ich hier war? Früher. Das ist unmöglich. Es sind so viele. Boah, da kommt noch eins rein. Alter, was? Oh, was wir mal eben kurz erzählen können, ist, warum hier so viele sind. Gehen wir. Ach ja, wegen der Story aus dem Hörbuch. Siehst du, jetzt sind wir vollkommen sinnlos darunter geritten. Ja, ja. Wegen der Geschichte aus dem Hörbuch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hattet, aber Blizzard hat ein Hörbuch zur Vorgeschichte auf YouTube von hochgeladen. Legion auf YouTube hochgeladen. Lass dich nicht mit dem Scheiß treffen. Ich wurde gerade getroffen. Okay, wir werden dann sofort unten clevererweise released. Okay, wir müssen Varian finden. Ach, wir haben noch Varian gefunden. Egal. Okay, das Portal fand ich. Wir müssen dieses Portal ausschalten. Die Ankerkristalle sind der Schlüssel. Bringt uns nur da hoch. Und wir kümmern uns darum. Krieger der Allianz formiert euch. Drängt sie zurück zum Portal. Für Azeroth! Verdammt, jetzt habe ich einen Instant Pyro Blast und es passiert nichts. Heilt die Verwundeten. Die Zeit ist knapp. Was ist hier geschehen? Aufsitzen und weiter geht's. Wir kämpften uns entlang der Küste vor und dann BÄM! Teufelsenergie. Hier sind tatsächlich alle Anführer aller möglichen Fraktionen. Es kommen noch so geile Videosequenzen. Okay, hier geht's weiter. Wir können eigentlich wieder absitzen. Die Kanonen, können wir die nehmen oder was? Ja. Müssen wir auch, weil wir müssen jetzt ein paar Sachen zerstören. Nämlich sowas in Richtung Portale und so. Geh mal weg. Und du pack ihn dir. Geh mal weg, du Sack. Ihr seid Mitglied des Kreuzzugs. Was ist passiert? Wo ist Tyrion? Ich weiß nicht. Ging so schnell. Oh ja, das mit Tyrion. Schont eure Kräfte. Wir werden ihn finden. Haltet Ausschau nach Überlebenden. Das erklärt, warum die Paladine auch das Schwert haben. Als Artefaktwaffe. Ah, bist du sofort drauf gekommen? Ja, ja. Hatte ja bei Hearthstone letztens schon gesagt, als du die Karte gespielt hast, so, nein, warum musst du die Karte spielen? Wir sehen warum. Das ist echt nicht schön. Warum sollten die Paladine sonst den Erspringer bekommen als Artefaktwaffe? Ja, ich weiß, wer er den eigentlich erträgt. Genau, es ist seine Waffe. Die lassen echt ganz schön viele Helden in Hobbs gehen in der Story jetzt. Bislang zwei. Außer ich habe irgendeinen vergessen, aber bislang sind es glaube ich zwei. Wir könnten mal ein bisschen vorrücken. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, daraus wird nichts. Nee, die anderen ziehen alle nicht mit. Aus dem Infernal? Oh Gott. Oh Gott. Gib meine Kanone hin. Weil wir müssen ja hier noch Sachen kaputt machen und Leute befreien und. Ja. Fehler gemacht.
Eigentlich machen wir es auch so, wie wir das machen. Alles klatschen, was hier passiert, ne? Ja, einfach alles platt machen. Und dabei gute Musik hören. Buff für die Allianz. Hm, nett. Beim Teil 2 vom Event werde ich dann natürlich mit dem Heiler mitgehen. Dann werde ich dann natürlich den Dex spielen. Den Dex Roda. Der jetzt mittlerweile kein Tank mehr ist, weil mir meine Dexandrea zu gut gefällt. Das macht echt viel, viel mehr Spaß. Oh, der Hochlord. Sie ziehen sich zurück. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Oh Gott, zwei Schreckenslords. Jetzt ziehen sie mich zurück. Alles ich habe gut. Ihn gefunden. Dort hinter der Kluft. Tyrion! Gul'dan. Wir müssen zu Jaina stoßen. Naja, Gul'dan hat in dieser Quest echt Blut geleckt. Jo. Nee, gar nicht. Wir sind ja schon bei Jaina. Ja, wir sind sofort bei Jaina. Boah, die ist eine Eisbrücke? Boah, bist du gut. Alter, Falter. Jaina ist ausnahmsweise mal richtig nützlich. Ja, sie war auch in Vorfolge. Ich finde sie dadurch nicht sympathischer, aber sie ist ein bisschen nützlich. Gut, sie hat auch einiges mitgemacht in ihrer Story, ne? Ja, ich kann sie trotzdem nicht leiden. Spätestens seit Nur weil ich einiges mitgemacht habe, werde ich kein Nazi, weißt du? Verstehst mich schon. Ja, der Horden-Genozid war schon ziemlich hart. Das Schlimme ist, sie strebt jetzt... Ja, jetzt spoiler ich gleich. Sie strebt nach der ganzen Situation hier sowas ja wieder an. Kann ich aber auch... Da drüben steht die Horde. Oh ja. Hi Horde. Heißt, wir spielen das selbst das Event synchron? Ja, wir spielen das das siehst du gleich, wie der Kampf funktioniert, der jetzt kommt. Der ist so mega cool. Ich hab mich so gefreut, als der kam. Auch wenn gleich natürlich ein alteingesessener Charakter der Allianz stirbt. Geschweige denn, ist ein Paladin, eigentlich ist dafür beide Fraktionen da. Ja. Mit ihm zusammen hat man ja auch den Lichtkönig in der Eiskronen-Zitadelle getötet. Also eigentlich hat man es allein gemacht, aber... Entschuldigung. Dies ist der Tempel eines Gottes. Euer erbärmliches Licht hilft euch hier nicht. Wenigstens sind eure Freunde noch rechtzeitig gekommen, um euch sterben zu sehen. Alter. Vernichtet ihn. Vernichtet sie! Ich werde euch Furcht lehren. Okay. Das war... Rüstet euch, Krieger der Allianz! Es kommt auf uns zu! Wieder so ein Anti-Mili-Boss, kann das sein? Ja. Er kommt auf euch zu, Windläufer. Ich muss näher. Los, Krieger der Horde. Zeit der Allianz zu zeigen, wie wir Dämonen abschlachten. Die ist echt mega genial gemacht. Macht echt mega Spaß. Aber wir müssen uns jetzt um die kleinen Dämonen kümmern. Ja, oder wenn man Range ist, der Horde helfen. Ja. Das haben die echt mega genial gelöst. Ich unterstütze ja lieben gern die Horde gerade. Ja. Kollege kommt zurück. Sollten wir den ganzen Kleinscheiß hier erledigen.
Bin ja früh genug rausgefallen. Den muss ich gleich nochmal wechseln. Ja, ich denke auch. Irgendwann ist es wirklich so gemacht, dass der nochmal wechselt. Ihr habt noch eine Chance. Erledigt die Sylvanas. Dann ist eure Arbeit hier getan. So. Okay, den haben wir. Wir müssen Gul'dan stoppen, bevor er mehr von diesen Dingern beschwört. Oh ja. Ach, das schönste, schlimmste kommt noch. Wir nehmen den Felsgrat und decken eure Flanke. Sylvanas, ich danke. Nicht nah ranreiten, man stirbt sofort. Viel Glück. Ja, du Gul'dan halt, ne? Euch auch. Ist ja gerade einer dran gestorben. Deswegen hier stehen bleiben. Es gibt kein Entkommen, Gul'dan. Ergebt euch jetzt und ich gewähre euch einen schnellen Tod. Wie treffend, Mensch. Vor meinem. Geh schon mal ein Stück zurück. Der Rangers, ich weiß ja, was passiert. Werde Zeugen der wahren Macht von Lord Sargeras. Bleibt standhaft. Wir werden ihre Linien auch dieses Mal durchbrechen. Angriff! Eigentlich bräuchten wir gar nichts machen in der Phase. Ja, aber die wichsen die alle so schon um. Triumphieren! Genug geplaudert, Brin. Tötet ihn endlich! Ja, die Horde kämpft darum aber auch, ne? In eurer erbärmlichen Welt. Alter. Das Teufelsfeuer wird euch verschlingen, wie schon 10.000 Welten zuvor. Die Legion ist endlos. Ich sehe ein paar Namen da drin, die. Seht ihr es? Das Schicksal dieser. Dann guckst du unser Trüppchen an, ne? Ja. Die Legion lässt sich nicht aufhalten. Und nun werdet ihr fallen. Okay, Sequenz. Ja. Der Sieg ist unser. Haltet stand. Mechadrill. Bringen wir's zu Ende. Ruf das Luftschiff. Bin schon dabei, Chef. Positionstransangulation läuft. Gen. Gen. Mein König. Weiter vorrücken. Und Windläufers Schützen sollen den Himmel säubern. Thank you.
würde nicht. Ich wusste es. Ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Ohne die Horde werden wir überrannt. Wir müssen hier weg. Bringt alle zum Luftschiff. Alle Mann! Ein Herrscher. Varian! Gib das meinem Sohn. Für die Allianz. Ja, okay. Das war sehr vielsagend. Gilneas wird wieder auferstehen. So ein bisschen sprachlos. Ja, ein bisschen. Ich war auch geschockt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. So, was? Wobei ich so ein bisschen Befürchtung vor ein, zwei Sachen habe. Dass wir Varia nochmal wiedersehen. Weil wir haben zwar gesehen, wie er von Gul'dan mit dem Strahl, mit dieser Teufelsmagie verseucht wurde und irgendwas explodiert ist, aber wir wissen nicht, was damit genau passiert ist. Könnte wirklich passieren, dass wir Gwarian als dämonenverseuchten Gegner nochmal begegnen. Oh, ich hoffe, das machen sie nicht. Ich hoffe es wirklich nicht, aber ich habe die dumpfe Befürchtung. Das finde ich jetzt echt ein bisschen... Das finde ich wirklich meh. Ja. Und jetzt sind wir genau in der Szenerie, wo... Ja, hier schneidet sich das Ganze dann mit der... Dämonenjäger-Story. Und wo jetzt gleich noch ein paar Diskussionen kommen.
Die Allianz geht vor. Bleibt wachsam. War es wirklich Verrat von Sylvanas? Man müsste die andere Seite spielen. Ja, wir haben leider keine Charaktere, die hoch genug sind. Ja, das stimmt. Also stehen Villain und Jaina gegen die Horde. Allerdings wollen beide keinen offenen Krieg mit der Horde haben. Die wissen doch beide nicht, was sie wollen. Okay. Wieder durch, warum ich sie nicht mag. Bleibt wachsam. Ihr seid im Sturm. Immer willkommen. Gut, und damit haben wir ja die. Ne, da kommt noch von Jace Düsterweber. Ja, im Prinzip das, was wir mit dem Demon Hunter auch schon gemacht haben. Ach so. Wir clearen jetzt hier einmal und dann ist fertig. Dann kriegen wir halt noch die Quest, dass wir eine Invasion machen sollen. Okay, aber das werden wir dann nicht mehr hier reinziehen, oder? Ja, die Burg clearen können wir ja nochmal. Ja, die Burg clearen. Mal eben 5 Dämonen zurückschlagen. Das war echt sehr genial gemacht, dass sich hier die Storylines überschneiden. Es ist das, was ich an Draenor nicht mochte, dass die Storydichte halt, sobald diese Anfangssachen vorbei waren, einfach fehlte. Weil nachdem die Anfangssequenzen in Draenor noch vorbei waren, aus dem Schattenmontal und aus dem ersten Gebiet, oder zweiten Gebiet, was es da war, war einfach storymäßig nichts mehr da gewesen. Das ist zu weit entfernt. Das fand ich doch schon so ein bisschen. Achso, wir müssen auch in den Hof rein. Müssen ja noch Portale schließen. Also geht die Story hier ein bisschen weiter. Ja, hier müssen wir noch Portale schließen. Ja, das haben wir mit den Dämonen ja nicht mehr gemacht. Ich hab hier noch einen. Ja, gut. Ich muss doch wohl mit einem kleinen Dämon klar, oder? Ja, klar. Was legst du dich auch mit ihm an? Ich muss näher ran. Ich hatte einen Instant Pyro Blast, der musste raus. So. Der klemmte. Das ist natürlich ein Grund. Was? Achso. Eine gerechte Sache ist es immer wert für sich. Ja, gut. Ein König ist nur so her wie die Ziele. So, und den Rest der Storyline haben wir oder werden wir euch noch in der Dämoniker Preview noch zeigen. Ich denke mal, wir können das jetzt hier beenden, ne? Ja, ganz genau. Alles, was hiernach folgt, seht ihr dann wahrscheinlich in der letzten Folge der Dämonenjäger-Preview. Die, wenn ich mich nicht irre, heute kommt Folge 2. Heute kommt in 50 Minuten kommt Folge 2. Wann dürfte die denn kommen? Ich denke mal Montag, Dienstag. Montag oder Dienstag kommt die. Ist Folge 5. Die kommen Dienstag. Ja, Dienstag um 2 Uhr. Gut, und damit lassen wir euch jetzt hier alleine. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
vielleicht könnt ihr uns noch in den Kommentaren schreiben, wie es auf der Horn-Seite aussieht, weil wir haben keine Charaktere, die wir, mit denen wir das auch spielen könnten. Mich würde interessieren, war es wirklich Verrat oder sieht es aus Sicht der Horde anders aus? Weil wir haben ja nur das Horn gehört, wie die Horde sich zurückzieht. Das kann ja bedeuten, dass die sich vielleicht vor irgendwas anderem, dass irgendwas anderes Wichtiges passiert ist, was wir so nicht wissen. Ja. Bist du fertig? Ja, ich hatte gehofft, dass du noch was sagst. Ich weiß nicht was, also wir werden auf jeden Fall halt nächste Woche dann Teil 2 zeigen. Wahrscheinlich wird das auch wieder nur eine halbe Stunde sein. Es ist auf jeden Fall, also man muss schon sagen, sie machen jetzt zu Prequest-mäßig schon zu Leeton schon wesentlich mehr als zu Draenor. Die Prequest von Draenor war ja mehr als enttäuschend. Meh. Kann man ja nicht anders sagen. Oh. Also. Da war ein Inferno. Auf jeden Fall werden wir euch dann Karazhan zeigen. Nach Karazhan die Woche kommt dann Teil 3. Wo wir da sind, sage ich jetzt nicht. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Und am Release-Tag kommt dann Teil 4. Dazu kann ich sagen, es hat mit Dalaran zu tun. Ja, irgendwie muss ja Dalaran auch da hochkommen, ne? Ja. Oder darunter, je nachdem. Momentan ist Dalaran ja... Dalaran ist momentan ja Nordend, also ist es eher darunter. Genau. Ich bin gespannt auf Karazhan. Ich liebe auch. Übrigens, kleine Zwischeninformation. Ja, es gibt dieses Event in Karazhan, aber der 70er Raid bleibt ganz normal begehbar. Der wird nicht hochgestuft, der ist auch nicht für die eine Woche out of order, der funktioniert ganz normal. Ich will dieses Mount. Weil ich hatte jetzt schon mehrfach bei Vanyan gelesen und auch unter anderem Sachen im Blizzard-Forum, dass die Frage aufkam, ob man denn den 70er Raid dann überhaupt noch betreten kann. Ja, kann man. Es gab ja zu Lich King auch schon ein Pre-Event, wenn ich mich nicht irre, wo Karazhan betroffen war. Karazhan ist allgemein in ziemlich vielen Events von Blizzard betroffen. Ich glaube nicht, nein, aber... Doch, gab es. Ich kann mich nicht daran erinnern. Auf jeden Fall bleibt der 70er Raid immer begehbar. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Also ihr könnt trotzdem gucken, ob ihr das Mount vom Jäger kriegt. Ich versuche es ja auch jede Woche. Jetzt mittlerweile wieder jede Woche. Gibt es da sonst noch irgendwas? Nö. Ich glaube, nein, tatsächlich nicht. Eventuell machen wir, wenn wir Zeit finden, das ist ja immer die Frage, noch ein paar Videos zu den anderen Invasionen. In Folge 5 vom Demon Hunter Preview kommt eine Invasion vor. Aber es gibt ja noch andere Invasionen. Oh, da sehen wir auch gerade bei Amethyr, es sind gerade zwei. Einmal in Dumoro und einmal im Hügelland. Es sind immer nur zwei, du brauchst noch nicht. Ja, ich wollte nur kurz gucken. Ich habe noch nie die in Tanaris gesehen, ist die einzige, die mir fehlt. Ist vollkommen klar. Ja. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon an Input, was wir euch so geben können. Richtig. In Teil 2 dann ich mit einem anderen Charakter. Ich werde weiter den Magier spielen, weil ich noch keinen Paladin habe, mit dem ich das spielen werde. Weil alle sind maximal Level 90 und ich kann jetzt nicht in der Woche einen auf Level 100 hochziehen, das geht nicht. Na, wegen 8 Stunden Arbeiten geht das leider nicht. Und Freitag geht ja auch Gamescon los. Und ich habe absolut keinen Bock auf, wie hieß das Addon? Genau, Draenor. Ja, das stimmt schon. Ich bin schon sehr froh, dass wir momentan sehr viel Zeit in Sturmwind verbringen. Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die neuen Gebiete. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nicht die Folge weiter in die Länge ziehen mit unserem Gequatsche. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Quest wieder dabei. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr Horn-Charaktere seid, Level 100 und das gespielt habt, ob es tatsächlich Verrat ist oder nicht. Das würde mich brennend interessieren. Ihr könnt uns das natürlich auch auf Facebook unter die entsprechende Folge schreiben. Könnt ihr auch liebend gern machen. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Außer der Amethyr hat noch was. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, der will nur noch Tschüss sagen. Ja. Okay. Gut, dann tschüss. Tschüss.